Hallo, heute wird es ganz zärtlich. Also Gisbert habe ich ja schon mal vorgestellt. Da gibt es einen Film über Gisbert in der Regentonne. Und da habe ich ja besonders hervorgehoben, wie das sprachlich so besonders schön ist, was Gisbert erzählt und erlebt, beziehungsweise Daniela Drescher. Daniela Drescher wohnt offensichtlich in einem der schönsten Häuser der Welt. Also ich stelle mir das so als wunderschönes Holzhaus vor und da gibt es dann die Regentonne davor und einen herrlichen Garten drumherum, wo alles Mögliche wächst und wo alle möglichen Leute leben. Vor allem Gisbert. Gisbert ist der Regentonnenwicht und ich würde sagen, er ist ein grundguter Zwerg. Ist er ein Zwerglein oder eben ein Wichtlein mit unendlicher Herzensgüte? Also es ist so unglaublich bezaubernd, wie er hier erzählt von den unterschiedlichen Situationen, die er erlebt. Und es geht dabei um alle möglichen reizenden und spannenden und aufregenden Geschichten. Manchmal ist es ja so, dass man einfach nur vorlesen möchte. Übrigens bin ich im Augenblick aktuell damit sehr beschäftigt, denn bei uns im Haus gibt es auch Katzenbabys zurzeit. Tja, und die wissen ja noch nichts von der Welt. Und so ist es auch mit Ilvi. Ilvi ist ein Katzenbaby. Da können wir sie sehen. Und sie hopst und hüpft durch die Gegend. Und meistens macht sie irgendwelchen Mist. Oder wie mein süßer Bernhard sagen würde, ein Mistchen. Tja, und ganz besonders betroffen davon ist natürlich der alte dicke Kater Munz. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Da ist er gerade ganz schlecht gelaunt. Warum ist er so schlecht gelaunt? Na, weil Ilvi ihn gestört hat. Das muss ich aber wirklich vorlesen. Also es heißt hier, Ilvi hat ihn, ja, der hat seine Schwanzspitze mit irgendwas zum Spielen verwechselt und ist da einfach so hops reingesprungen und hat so ein bisschen reingebissen. Und das findet Munz überhaupt nicht lustig. Vor allem, ach, aber das muss ich wirklich vorlesen. Ich muss schon sehr bitten, sagt er. Träge erhob er sich, drehte sich um und als er vom Holzstapel hinuntersah, traute er seinen Augen nicht. Du, sagte er streng, hier draußen. Naja, Katzenbabys gehören natürlich eigentlich noch ins sichere Haus. Aber Ilvi, da draußen war die Sonne so nett und da ist sie halt durch den offenen Türspalt da rausgeflitzt und hat dann eben den Munz geweckt. Das Kätzchen nickte eifrig, heißt es hier. Verschwinde, blaffte der Kater, drehte sich um und legte sich wieder hin. Er träumte seinen Traum an der Stelle weiter, an der er eben gestört worden war. Wenn man so alt ist wie Munz und so viel schläft wie er, dann kann man das ziemlich gut. Er träumte also wieder von der Fee, die eine große Schüssel mit frisch geschlagener Sahne füllte. Und da der Löffel der Tee ganz klein, der Fee ganz klein war, dauerte der Traum schon eine ganze Weile. Ein Löffel. Miau! Noch ein Löffel. Miau! Das Wasser lief dem Kater im Munde zusammen. Miau! Schon wieder wurde der Traum verscheucht und schon wieder war es Ilvi, die immer noch da saß und darauf wartete, dass der große Kater endlich mit ihr spielen würde. Tja, das kennen alle Eltern. Dass sie gerade am Computer irgendwelche wichtigen Excel-Tabellen füllen wollen oder dass sie sonst irgendwelche wichtigen Aufgaben zu erfüllen haben und dann wollen diese kleinen Kinder immer mit einem spielen. Meine Güte. Ja. Das kann dann schon manchmal anstrengend werden, aber gut, dass es Gisbert gibt. Denn Gisbert bringt dem alten Kater Munz bei, was es heißt, mit einem kleinen Kätzchen zu leben. Und dass das alles vor allem schön ist, mit ihm zu spielen. Übrigens schön, ich hatte kürzlich ja eine Geschichte vorgelesen, in der es darum geht, dass jemand verstorben ist, da war es ein Eichhörnchen. In diesem Fall ist es eine Amsel. Wunderschön sieht sie da aus, wie sie da liegt, als ob sie einfach nur schlafen würde. Aber Gisbert merkt es doch, dass sie einfach tot ist. Er betrachtete ihre dunklen, glänzenden Federn, die manchmal blau schimmerten, den orangefarbenen Schnabel und die kleinen, zusammengerollten Füßchen.
Arme Amsel, dachte er. Und das, wo doch heute so ein besonders schöner Tag ist. Gisbert überlegte, ich muss sie begraben, beschloss er. Und wenn sie schon diesen Tag nicht miterleben kann, dann soll sie wenigstens ein wunderschönes Begräbnis bekommen. Das wird sie aufheitern. Das ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Sicht auf eine Beerdigung. Und weil hier solche Leute wie der Holunder, Zwerg und ähnliche nette Leute mit von der Partie sind, als sie dann beerdigt wird. Und jetzt gucken Sie mal, was für ein schönes Gräblein sie ihr da gemacht haben. Mit Vergissmeinnicht, weil sie finden, Vergissmeinnicht passen sehr gut auf ein Grab. Und dann muss man natürlich auch hier eine Rede halten und das macht der Holunder Nieser. Und er sagt, möge ein munterer Wind durch deine Flügel wehen und dich zu den Sternen. So schöne Rede, dachte Gisbert. So was Schönes hat er schon lange nicht mehr gehört. Ja, und so geht es. Das sind alles kleine Geschichten, in denen Gisbert zum Beispiel den Wolf trifft. Der wohnt da auch irgendwo in der Nähe und kommt ab und zu mal vorbei und sagt guten Abend. Oder die kluge Krähe, das ist die Philosophin unter den Vögeln und die kann alle Fragen beantworten. Und manche beantwortet sie dann einfach so, dass sie sagt, denk doch mal selber drüber nach. Tja, deshalb Philosophin. Ja, und so ist es, dass man viel lernen kann von Gisbert oder von Daniela Drescher. Wie man andere befrieden kann, wenn sie gerade sehr aufgeregt und unglücklich sind. Oder wie man einfach, ja, nur liebevoll miteinander umgehen kann. Das klappt in der wirklichen Welt nicht immer hundertprozentig, aber man kann es zumindest versuchen, ab und zu bei Gisbert was nachzulesen, wie man mit bestimmten Problemen der Alltagswelt umgehen könnte. Insbesondere, wenn es um kleine Kätzchen oder kleine Kinder geht. Also, im Verlag Urachhaus, jetzt der zweite Band von Gisbert. Ach ja, und dann habe ich in der Vorschau gelesen, demnächst kommt ein dritter Band. Oh, da können wir uns aber alle mächtig drauf freuen. Also ich jedenfalls freue mich total darauf. In diesem Sinn noch einen schönen, heißen Sommer in der Wiese mit vielen Blumen und vielen Tieren und vielen netten kleinen Kindern.